Wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, wäre es das Beste, wenn du clean bleibst. Dann dauert das eine Ewigkeit. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Charlie, erzähl uns doch, wofür du Gott heute danken möchtest. Vielleicht, dass du schon 6 Monate clean bist? Möchtest du gar nichts sagen? Riech ich nach Gras? Nein. Ich glaube, ich riech nach Gras. Hast du auch eine Beerdigung? Kann ich kurz ins Bad? Klar, kein Ding. Jetzt zeig schon. Foxys. Von meiner Mom geklaut? Dad, ich werde mich jetzt nicht hier hinsetzen, nur mir dann von dir anzuhören, ich sei ein Stück Scheiße. Sei vorsichtig, was du sagst. Achtung, ich bin jetzt einer deiner Wähler. Du willst doch nicht die Wahl zum Gouverneur wegen einer Stimme verlieren. Entweder du gehst zurück in den Entzug oder du lebst auf der Straße. Denkst du, deinen Dad interessiert das hier noch, wenn er gewählt wird? Nein, er wird in Sacramento sitzen und sein Gouverneursding durchziehen. Ach, bist du jetzt auf deren Seite? Stimmt genau, du hast recht. Genau so ist es. Setz dir einen Schuss und beweis allen, dass sie recht hatten. Nachsorge bedeutet für dich mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung. Gruppe gibt's aber immer noch, oder? Jeden Tag. Glauben Sie, er bleibt drin? Er hat ja keine Wahl. Hey, haust du ab? Wohin gehst du? Freundschaften während des Entzugs kein Problem, aber Liebesbeziehungen sind eben schwierig. Anschauen darfst du aber nicht anfassen. Also, wie ihr alle wisst, gibt's vor dem Entzug erst meine Leibesvisitation. Ich hätte es mehr genossen, wenn ich gewusst hätte... Gut, das reicht. Du warst echt witzig. Du hast echt Talent. Ist nicht jedermanns Sache. Für dich ist es was. Weißt du, was jetzt großartig wäre? Was zu trinken. Wenn du nicht akzeptierst, dass deine Krankheit dich hierher geführt hat, bleibst du ein Wiederholungstäter. Sie meinen, ich werde dann ein Stammkunde? Ich liebe ihn, ich und ich liebe ihn! Ihn einfach nicht! Keine Ahnung! Wahlmöglichkeit, das ist so ja, verdammt viel, Gefängnis Charlie! Oder Entzug, die Auswahl ist wirklich riesengroß. Er musste an einen Platz, der sicher ist. Sicher für ihn oder für dich? Ich halte sie nicht länger aus, okay? Das hier ist wie ein verficktes Gefängnis. Aber keine Sorge, wenn du nicht stirbst, wirst du sowieso mal im Knast landen. Drogen waren mir eigentlich egal. Alles, was ich wollte, war, dass der Lärm endlich aufhört. Es ist was Persönliches, clean zu werden. Aber du musst dir zuerst selbst helfen. Wer ist dieser reiche Schnösel, den sie mit dem Silberlöffel gefüttert haben? Und warum hört er nicht auf, Heroin darin zu kochen? Der ruiniert noch das gute Stück.